Eine Armbrust kann man normalerweise nicht gespannt irgendwo liegen lassen oder transportieren. Die hier, die ist anders. Die ist nämlich nicht gespannt, sondern du brauchst dazu nur einen Ruck und einen Zug. Und wenn du dann schießen willst, brauchst du nur mehr entsichern und Rawumsti Kabumsti. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rostmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist hier die Steambo Onyx und diese Armbrust, ja, die ist doch wieder mal etwas ganz Besonderes. Weißt du, jetzt ist sie gespannt. Ich habe jetzt gerade abgeschossen und jetzt möchte ich sie wieder entspannen. Dieses Teil ist massiv stark. Ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop, schau dir das ganz einfach an. Und hier hinten gibt es den roten Knopf. Wenn ich den zu mir ziehe, dann geht mit entweder mit Pressluft oder hier in diesem Fall mit CO2, gehen die Wurfarme zurück und ich kann jetzt hier einspannen. Das heißt, jetzt ist die Armbrust wieder vorgespannt. Sie ist nicht, also ich kann da reingreifen, was man normalerweise niemals nie tut. Aber hier kann nichts sein, weil da keine Spannung drauf ist. Dann kannst du den Pfeil hernehmen und einlegen. So, und jetzt ist auch noch immer nichts. Erst wenn ich den roten Knopf wieder drücke, dann gehen die Wurfarme nach vor und jetzt entsichern und wieder schießen. Und das ist der ganz große Vorteil von dieser Armbrust. Weißt du, bei Armbrüsten ist es ja meistens, haben wir meistens folgende Problematik. Erstens, die Kadenz ist ein Wahnsinn, besonders wenn es irgendwelche Standardteile sind, die man dann von Hand wieder spannen muss. Also die Kadenz. Und du hast jetzt gesehen, wie leicht das geht. Und ich kann mit dir plaudern und trotz alledem gleichzeitig hier jetzt schießen, weil, und das ist der große Vorteil, die Arbeit macht die Pressluft oder das CO2 für dich. Und das, ja, da muss ich sagen, das ist schon was ganz Besonderes. Wie gesagt, du hast gerade vorher gesehen beim Intro, du kannst diese Sportarmbrust, die in Amerika auch als Jagdarmbrust eingesetzt wird, was bei uns natürlich verboten ist, das ist ganz klar, bei uns ist es ein Sportgerät, im Standby-Modus halten und dann mit einmal zack ist sie einsatzbereit. Und so schaut die ganze Sache aus. Also das ist meiner Meinung nach ein wirklich großer Vorteil. Und das Ganze geht eben mit Pressluft oder mit CO2. Ich habe jetzt hier eine 88 Gramm CO2-Kapsel und ich habe hier schon einmal einen Steambow vorgestellt, genau nach demselben Prinzip. Das war ein Excalibur Micro. Und dieses Teil hier ist jetzt wirklich made in Austria. Das heißt, die ist direkt von Steambow gefertigt, alles fix und fertig. Und das ist halt schon einmal praktisch. Und das bedeutet nämlich, die haben das gleich so entwickelt, dass du die Flasche, du, nicht irgendwer im Werk, sondern du, von Rechtsschütze auf Linksschütze umbauen kannst. Im Endeffekt baust du dieses Element hier aus, nimmst dieses Kabel wollte ich sagen, also dieses Röhrchen, wo eben der, mir fällt das Wort nicht ein, das tut mir leid, und setzt es auf die andere Seite. Oder wenn du willst, kannst du es auch nach vorne setzen, wenn du die Flasche vorne haben willst oder die CO2-Kapsel vorne haben willst. Das liegt ganz an dir. Und sie hat einen taktischen Look. Im Endeffekt ist dieses Teil für den amerikanischen Markt konzipiert, nämlich mit AR-15 Schubschaft, den du auch auswechseln kannst, und insgesamt natürlich mit diesem Schwarz. Alles, ja, wie soll ich sagen, halt ein bisschen taktisch gehalten. Was für mich jetzt nicht so wichtig ist, was für mich wichtig ist, ist, dass das hier eigentlich ein Büffel ist. Ich hätte die ein Büffel genannt, wobei das natürlich nicht so cool klingt. Ne? Das Teil ist zwar jetzt mal fürs Erste relativ breit, das muss ich zugeben. Und da denkt man sich, als ich sie in der Hand gehalten habe das erste Mal, haben wir gedacht, irgendwie erinnert mich das ans Militärhistorische Museum in Wien. Dort sind nämlich so Armbrüste, so Kriegsarmbrüste ausgestellt. Und die haben auch so, ja, so lange, so breite Wurfarme. Aber das hat natürlich auch Vorteile. Das Teil ist quasi unkaputtbar. Du kannst es auch, wenn du kein Gas mehr hast oder kein CO2 mehr hast, kannst du trotz alledem, und das ist alles im Lieferumfang dabei, kannst du es auch von Hand spannen. Das heißt, dann ist halt dieser komfortable Bereich, den ich da jetzt gerade gezeigt habe, nicht mehr möglich, das ist klar. Aber auch wenn das CO2 ausgeht oder die Pressluft, das Ding geht noch immer. Aber das ist gar nicht der Punkt, die ist grundsolide, die ist wirklich super.
Und ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich ein Büffel. Warum dieses Exemplar in den USA so beliebt ist, liegt daran, die haben nämlich Bogen- und Armbrustjagd. Das ist bei uns nicht denkbar und auch verboten. Das heißt, der ganz leise hat er jetzt gespannt und könnte jetzt das Ziel natürlich, ja, könnte jetzt sagen, okay, da ist ein Wildschwein, wir gehen Wildschwein jagen mit diesem Teil, also nur damit man, damit ja auch klar ist, welche Kraft und Power hier dahinter steckt. Dazu komme ich dann aber auch noch. Und jetzt sagt er, okay, nein, die Wildsau ist doch nicht das, was ich erlegen will. Aber es ist jetzt unlustig, ne? Weil jetzt müsste man das wieder entspannen. Wie tut man das? Wie tut man das bei einer anderen Armbrust? Wie tue ich das? Bei dieser Steambow mache ich das so. Und jetzt ist wieder keine Spannung drauf. Jetzt kann wieder nichts Ernsthaftes passieren. Und wenn dann ein anderes Schwein vorbeikommt, eine andere Wildschwein, oh ja, jetzt doch! Wieder drücken und es ist wieder gespannt. Und dann abdrücken und bumm. Und das ist halt für den Bogenjäger, die wir ja alle hier nicht sind, ein echter, echter Vorteil. Ich habe ja schon das Vorgängermodell sozusagen, die Excalibur, die mit Steambow funktioniert im Programm und sehr oft verkauft. Und viele Leute, die es gekauft haben, sagen einfach, ich bin so glücklich, dass ich jetzt, obwohl ich schwach auf der Brust bin, trotz alledem vernünftig Armbrust schießen kann mit einer wirklich massig, also das ist kein Spaß, ja, das ist wirklich kein Spaß, also mit einer richtig argen Armbrust schießen kann, weil das wäre sonst einfach nicht gegangen, weil ich gar nicht die Kraft habe, das aufzuspannen. Und per Knopfdruck bin ich da jetzt dabei und das hat natürlich was. Du kannst mit einer normalen CO2-Kapsel, so wie ich sie hier habe, laut meinen Tests, das sind jetzt meine Tests, 5-6 Mal mit wirklicher Power schießen und dann nimmt es immer stärker ab. Der Hersteller sagt bis zu 7 Mal und das ist auch alles okay. Das hängt natürlich immer von der Temperatur ab, das ist ganz klar. Aber wenn du Sportschütze bist und sagst, okay, du gehst jetzt und möchtest trainieren und möchtest 100 Bolzen rausschießen in einer Sitzung, dann ist natürlich eine Pressluftflasche die richtige Variante. Aber ich habe mich dazu entschieden, das in meinen Shop mit der CO2-Kapsel 88 Gramm zu machen, weil du dadurch eben diesen Vorteil, den ich dir vorher gezeigt habe, zur Verfügung hast, nämlich ein Gerät zu haben, das du im Standby-Modus hast und einmal drehen und entsichern und es kann losgehen. Und auch das hat manchmal ein Anwendungsgebiet. Gut, jetzt kannst du sagen, ja hallo, aber das ist ein Riesending, ne? Wie soll ich ihn das transportieren? Wie soll denn das gehen, Reini? Und auch das ist ziemlich einfach. Hier sind zwei Bolzen, rausziehen, reinstecken, rausziehen. Und wenn du magst, gleich reinstecken oder ein bisschen warten, ja, dann hier die Sehne drüber klacken und jetzt ist sie schon nicht mehr so breit und kann jetzt transportiert werden in einem Rucksack. Du kannst auch den Schaft abmontieren, also auch den kannst du runterschrauben, um noch einmal Platz zu sparen, die CO2-Kapsel ohnehin. Das heißt, im Endeffekt hast du dann doch ein sehr kompaktes Teil und wenn du wieder schießen willst, genau dasselbe Spiel. Rausnehmen, einsetzen, einmal, rausnehmen, einsetzen, zweimal und du bist schon wieder dabei und kannst schon wieder einsetzen und wenn jetzt CO2 oder eben eine Pressluftflasche angestreckt ist, kannst du gleich wieder gehen. Jetzt geht nichts mehr, das merke ich jetzt, jetzt ist einfach da keine Kraft mehr dahinter, aber ich glaube, du hast gesehen, worum es dabei geht. Also ich will dich überhaupt nicht langweilen, aber es ist so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute einfach nicht verstehen, was das bedeutet und was es für dich kann. Bevor ich dir also Zubehör und Leuchtpunktvisier und all und Broadheads und so Sachen zeige, eines noch. Du nimmst die CO2-Kapsel, das ist ein Adapter, der ist bei mir beim Lieferumfang standardmäßig dabei, und nimmst die CO2-Kapsel, drehst sie drauf, bis du einen ersten Widerstand spürst. Dann nicht weiter, sondern lässt sie jetzt. So, dann nimmst du die Armbrust und spannst sie vor. So. Ist jetzt drin. Jetzt nimmst du einen Pfeil oder einen Bolzen, wie auch immer man das nennen mag, was auch immer du da einbauen willst, alles gut. Ob jetzt flat, also flach oder Haufmund, was wurscht, also einbaut. So, und dann drückst du diesen Knopf, ohne da irgendwas gemacht zu haben, nach vor. Ja, also nicht zurück, sondern nach vor. Nicht zurück, sondern vorn. Vorn, okay, vorn. Denn jetzt passiert Folgendes. Es ist offen
sozusagen, und sobald hier CO2 oder Pressluft drauf geht, spannt sich die Armbrust sofort. Das heißt, du hast jetzt noch immer, bist noch immer im sicheren Zustand. Hier ist die Sicherung nach Vordrücken und sie ist entsichert. Das geht übrigens von beiden Seiten. Daher auch links und rechts schützt, ist alles überhaupt kein Problem. Und sobald du jetzt sagst, ja, jetzt will ich aus irgendeinem Grund auch immer schießen, jetzt ist sie auch schon gespannt. Schau her. Und jetzt brauchst du nur mehr entsichern und selbst das könntest du theoretisch auch schon nach vorgehen. Und jetzt bist du dabei. Und jetzt ist die einsatzfähig und schussfertig. So schnell von Sicherheit, absolute Sicherheit, vorher war das nicht gespannt, zu einer vollgespannten Armbrust, mit der du Ravumstika-Bumsti machen kannst. Du stellst jetzt die Frage, was ist dir im Lieferumfang dabei? Also fangen wir an. Die gesamte Armbrust, so wie du sie hier siehst, mit dem dazugehörigen Klappschaft, einer CO2-Kapsel, einem Adapter. Das heißt, wenn der Adapter nicht drauf ist, kannst du eine normale Pressluftflasche anstecken. Die kriegst du natürlich auch bei mir, wenn du das magst. Komplett montiert genauso, all die Teile, die du hier siehst, mit einer Sehne schon alles fix fertig vorgebaut und einem Armbrustvisier, einem einfach gehaltenen, das auf jeden Fall ausreicht. Aber natürlich, wenn du sagst, okay, das ist ein Ready-to-Shoot-Angebot, den du bekommst, auch dazu. Drei lange Pfeile, ja, zeige dir auch, was der Unterschied ist, und sechs kürzere Pfeile, Übungspfeile, Sportpfeile. Ich komme dann gleich dazu, wo hier der Unterschied liegt. Also du bist ready to shoot, sozusagen. Du kannst, wenn du das auspackst daheim, kannst du sofort loslegen. Natürlich macht Sinn, wenn du ein bisschen üben willst, dass du dir mehr CO2-Kapseln besorgst oder eine Pressluftflasche. Da brauchst du aber dann eine Handpumpe dazu oder einen Kompressor, aber soll so sein. So, das ist einmal dabei. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen abzugraden. Und zwar entweder mit einem besseren, von Excalibur, einem besseren Zielfernrohr, auch für Armbrüste, das dann noch variabel einzustellen ist. Also findest du auch den Link zu mir in den Shop, geh wieder unten. Oder eines, ein Leuchtpunktvisier, wenn du sagst, so, du schießt sowieso nur auf ganz kurze Distanzen, dann ist ein Reflex-Leuchtpunktvisier absolut in Ordnung. Montieren kannst du das ja sehr, sehr einfach hier vorne auf der Picatinny-Schiene, also das ist alles überhaupt kein Problem. Und du kannst natürlich sagen, ja, es ist schön, aber ich bin Bogenjäger, weil ich fahre nach Ungarn zum Beispiel oder ich fahre in die Tschechei. Ja, dann gibt es das nette Zubehör hier, nämlich ein sechsteiliges Broadhead-Zubehör. Da sind drei Klingen drauf und die passen ganz genau auf diese drei längeren Bolzen oder Pfeile, wie auch immer man das nennen mag, ideal drauf. Und dann hast du hier Broadheads, also Jagdspitzen, mit diesen zum Beispiel, ich habe vorher erwähnt, dass in den USA damit Wildschweine gejagt werden und das sind eben diese Spitzen hier. Und das Schöne dabei ist, die passen nämlich genau, das geht sich genau aus, dass das vorne raussteht. Also du kannst hier dann eben diese Broadheads montieren und alles ist gut. Und dann eben die kürzeren, die Übungsbolzen, bei denen ist es so, da geht sich das mit den Broadheads auch aus, aber mal gerade so. Also die schauen nur ein kleines Stückchen drüber. Also das ist der kleine feine Unterschied. Wie gesagt, das sind die Optionen, die ich dir bieten kann. Also ich denke, es ist alles gesagt, was zu sagen war. Du hast ein grundsolides Produkt. Du hast eine sehr gut verarbeitete Armbrust, die langlebig ist, sozusagen eine sogenannte Survival-Armbrust, die kinderleicht zu spannen ist. Das heißt, du brauchst nicht die Mörderkraft dazu, kannst aber trotzdem viel Kraft und auch weite Distanzen ins Ziel bringen. Wie gesagt, in Amerika, in den USA, wo die Bogenjagd ja erlaubt ist, werden damit Wildschweine gejagt. Das ist natürlich dem einen oder anderen Weidmann oder Weidfrau ein Dorn im Auge ist hier bei uns, das ist eine andere Sache. Aber in den USA wird das so gemacht. Und das bedeutet, du hast hier eine Möglichkeit, sehr schnell und effektiv zu schießen. Bei dem Ready-to-Shoot-Paket, das du bei mir im Shop erwerben kannst, kannst du auspacken und sofort loslegen. Und das ist auch eine nette Sache, wie ich meine. Im Standby kannst du diese Armbrust halten. Also ich glaube, das ist eine runde Sache. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir sehr gerne hier unter dem Video. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link in meinen Shop, ganz klar, den findest du auch. Und in dem Sinn kann ich da nur sagen, schau mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Wir haben nur sehr, sehr wenige Stück. Die anderen gehen alle in die USA. Das heißt, greif zu, solange sie da sind. Denn dann wird es einmal eine Zeit lang nichts mehr geben.
Das war's, dein René Rossmann und bis bald und ciao.